Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Enz mit dem Leo, Jörens, Simon, McMopsy, Jörgi, Katze und Florian. Hallo. Moin. Ja, was? So, Alter, hier geht's ja ab. Ihr seid ja Wahnsinn hier. Werner, wo bist du? Ja, ich bin unterwegs. Das dauert einen kleinen Moment. Aber wir sind in der vorletzten, oder in der vorletzten Folge. Also, kein Stress, Mopsy, kein Stress. Ja, ich bin gleich voll. Ja, ja. Sind da noch Maschinen? Ich weiß es. Ja, da ist noch eine. Alter, die geben uns das in Teuer, das stehen wir tanken selber. In der morgigen Folge echt super Special machen wollen. Ich habe nur die Hälfte verstanden, wenn immer wer dazwischen quatscht, leider. Wollen wir leichte Andeutungen machen, dass wir morgen in der Folge leichte Special-Sachen machen? Wenn du mehr weißt als ich, ja. Du hast gerade eben was gesagt. Das habe ich ja in der Aufnahme gesagt, deswegen ja. Ist das ja, ne? Also, ja. Oh, Jürgen, so ey, du passt auf, ne? Ohne Witz, ne? Nee. So, Florian, lass mal abdenken hier. Wie viel hast du denn noch? Ui, du bist ja ganz 35. Schön. Du bist ja ganz schön gefüllt, du, also. Werner, bleibst du stehen. Keine Angst. Das ist nur ein Mopsy. Ja, ja. Ist wie von einem Glas Angst hätte. Oh, eine WhatsApp-Nachricht, was ist da los? Willst du noch eine? Nee, bitte, lass mal lassen, du. So, das heißt, das Feld 14 ist fertig, Feld 19 ist auch gleich fertig. Und dann haben wir auch die 20 und die 5 haben wir noch, liebe Leute, ne? Ja, ich fahr zu der 5. Fang da schon mal an. Jörgi, was ist los? Oh, von mir hat's gerade ein bisschen geleckt. Ja. Wer hat da gerade so Nein geschrien? Macht ihr wieder Kämpfe, ihr zwei Hübschen? Was? Sollten wir kämpfen? Ich weiß es nicht. Hat schon gesagt, dass ich Rundwald unglaublich gern hab? In der Stappenbach hast du es öfter erwähnt. Jörenz! Ne? Ja. Jörenz? Kommt ihr alles weg? Nee, nicht abtanken heute, sagst du? Ich hab erst 45%. Ja, genau deswegen. Ich hab noch zwei andere Kollegen. Bescheid bei 100. Wow. Werner. Jo, da ist er schon wieder lauer. Er will nur frei haben, sagt er. Alter. Die ganzen Maschinen kommen alle weg. Bist du traurig jetzt, Werner? Ist mir egal. Ist mir egal. Ja, ohne Witz, also. Ohne Witz. Ihr zwei, ne? Jörgi. Ja. Wow, Leo. Du kannst dann bitte diese Sachen, die hier stehen, auch mal rüberschieben. Ein Stückchen, weil die gehen dir nur im Weg um. Wenn du, Zeit hast. Nee, wenn du Zeit hast, ne? Wir sind voll im Stress. Nee, müsst ihr nicht. Lasst euch Zeit. Lasst das gemütlich angehen, das Ganze. Ja, mit Ruhe und Gemütlichkeit. So. Brauch mal die Tankinhalte der Rapsfahrer. Wie viel? Jeder? 17. 60. Jo, Jorenz, alles klar. Bin ich bei dir? Welcher bist du von den Stauben? Ja? Ja, der steht. Leo, was los? Fahrt ihr hier weg, bitte? Jörgi? Ja. Auf der 1 ist der Kurs. Jörgi, fahr mal ein bisschen weg. Mag mir das nicht angucken. Hab ich das verkauft? Yes. Yes, sir. Wollen wir das mit Tieflader machen? Haben wir irgendein LKW mit drin? LKW haben wir nur Standard, glaube ich. Ja, das ist richtig. Prinzipiell finde ich das aber eine geile Idee. Ja. Den Guseneck haben. Nein, wir nehmen keinen Guseneck mit rein. Boah, der Guseneck war gut. Der war gut, aber weißt du noch, wo wir den her hatten, Leo? Tatsächlich hat Boxer da rumgetrickst. Es gab irgendein Volvo-Pack. Ja. Wo der Guseneck halt mit dabei ist als Mod. Aber ich hab die Mods von Tungsdorf habe ich noch. Ja, das heißt, der Guseneck muss noch was drin sein. Der Guseneck muss noch, der muss unbedingt noch mal bei, wenn wir irgendwas machen. Ja, wir machen das noch, aber. Gut, dann kann ich ihn löschen. Danke. Der Guseneck ist ein guter Mod gewesen. Guseneck war ein richtig geiler Mod, ja. Aber was würde denn uns der Spaß denn kosten, Maskott? Ja, theoretisch könnten wir auch gleich ein, zwei Trecker verkaufen, weil wir haben ja genug. Benötigen wir noch den Häcksler und die zwei Güllebomber? Negativ. Nein. Gut. Ich habe gerade gesehen, wir könnten mehrere Felder machen, wenn wir Zeit hätten. 28, 18 und das Feld 7, das wären alle Zuckerrüben.
So, fahrt ihr weg? Feld 7 ja, sieht interessant aus. Warte. Ich hätte ja Bock auf Kartoffeln, ne? Ja, so viel Geld haben wir nicht, glaube ich. Kartoffeln sind irgendwas. Holmer DLC. Das ist ja das Problem. Nein, hol nicht. Nein, hol mal. Ich könnte aber, ich weiß nicht, haben wir 2-3 Leute frei? Was sonst macht doch einen Lagerabverkauf. Ja. Aber wenn, dann wäre ich für Feld 7, das sieht so schön. Ja, mir ist das ganz ehrlich gesagt richtig egal. Wollen wir eine Herausforderung haben als Drescherfahrer gleich oder nicht? Ich fahr erst die Güllebomber weg und dann mit Lager verkaufen. Ja. Das bringt kaum was ein, lieber die Fahrzeuge wegfahren. Die Fahrzeuge nicht. Auf alle Fälle, das stimmt. Also gewisse Fahrzeuge, jetzt nicht alle, weil ich wollte ja auch die Rüben irgendwie dann noch irgendwie so irgendwo hinbringen, aber. Hast du mal ganz kurz durchkalkuliert, Leo? Noch nicht. Okay. Also hätten wir noch Kredit frei. Ja, aber der macht's nicht aus. Der macht's nicht aus. Ja, 65.000. Oh, wir haben ja 2 Häcksler. Wir haben 2 Häcksler? Ja. Wir haben 2 Häcksler? Ja. Ja. Gut, dass ich jetzt das weiß. Ich glaube, ich habe sogar alle beide Server gekauft, aber ist egal. Das ist richtig. Wow. Und ich habe den Leo gemacht. Hä? Was? Laberst du? What? Florian, ich komme gleich nochmal vorbei. Ich habe keine Zeit, Leo, tut mir leid, ich muss arbeiten. Ja, genau. Mach was Sinnvolles. Arbeiten. Sir, gehen Sie. Ich hab Sie gewarnt. Und da kommt noch was. So, Metzgerei. Nee, zur Metzgerei wollte ich jetzt gerade nicht. Eigentlich. Metzgerei, was war. Ah, der ist weiter unten. Verdammte Axt. Das heißt, ich muss da doch hineinfahren, okay. Doing. Was habt ihr gerade gemacht? Gar nichts. Lustigerweise hat das Doing gerade richtig gepasst, weil ich gerade jemanden über den Haufen gefahren habe. Ja, das war genau das, was ich wollte. Der Radler ist schon weg. Oh, sorry. Die Radler ist weg. Radler, ja. Hier steht noch Hanomag, der könnte glaube ich auch weg, ne? Hanomag braucht man theoretisch nicht mehr, ne? Da bin kein Geld der Hanomag. Der kostet nur 16.000. Ja, egal. Klein Vieh macht auch Mist, ne? Haben wir die Möglichkeit, das Lager über den Rohr zu verkaufen oder müssen wir das alles beladen? Alles klar, vergiss es. Das ist das Problem dabei. Nee, da kommst du nicht rein mit dem Förderband, das ist ja das Problem. Die sind ja noch ultra tief, diese Halden. Also ich verkaufe den Raps jetzt schon direkt hier im Landhandel. So, 2 Legal-Tiefladebühnen und 14.000 kosten. Das ist ja gar nichts. Also ungefähr 30.000 weg. So, 2 LKWs würden uns ungefähr 400.000 kosten. Oh! Also 450.000, also ungefähr bleiben noch ein bisschen was übrig. Oder ich will schon wieder was zum Verkaufen. Dann 2 oder 3? Mit wie vielen Rüben wollen wir das machen? Ja, wenn. 3 wäre besser, aber ich glaube, das geht sich nicht aus. 3 kriegst du nicht mehr. Muss klar. Bei 2 würde gehen. Ja, wir müssen halt auch auf die Felder gucken, ne? Die Felder müssen gekauft werden. Die Felder müssen gekauft werden, richtig. Was sind das für Felder? 18, 7, 28. Sonst fahr da doch schon mal hin, Leo. Oder, ne, du bist einfach drauf. Ja, ich fahr da hin. Mit Knicknase? Ich mach die mit Knicknase. Ich hätte noch so einen Ballensammelwagen. Ja, alles kannst dahin. Du alles weg, weil an der Schweinemast steht auch noch so ein Ballensammelwagen. Die Mähwerke können weg. Alles. Vom Prinzip her könnten wir eigentlich auch das Admin-Kamera rausgeben, wenn das so die letzten Folgen sind, oder nicht? Was willst du damit erreichen? Wenn sie selbst verkaufen. Achso, ja, Moment. Admin-Kennwort.
Wow. Alter. Das ist so ein typisches Ich will raten, wer das ist richtig eingeführt hat. Geh ich auch dazu. Das ist so ein typisches Leo-Kennwort, ey. Hätte man auch drauf kommen können, ne? Also. Ja. Ja, ja. Stark, mach gerne mal das noch besser. Ja. Ja. Das heißt Leo-Chef wahrscheinlich. Nein, nein. Wow. Was ist denn das für eine Straße hier? Ja, wir haben mal 1,5 Millionen. Ja, ja, wir haben schon Geld, also daran scheint es nicht, aber es, so ein Vollernter kostet halt 400 noch was 1000, ne? Mhm. So, wo war 18 war das, ne? 18 auf alle Fälle, die 7 wollten die Jungs unbedingt haben? Ja. Da steht gerade jemand, wer ist das? Lass uns mit der 18 fertig werden und gut ist. Jörenz? Wer steht wo? Jörenz? Ja. Jörenz, mach mal das Rohr raus, reicht nicht, ne? Das geht sich aus bis zum Bahnende. Oh. Soll es ausgekauft werden? Kann der kleine Deutz auch weg? Der kleine Deutz? Ja, der kann weg, der kleine Deutz. Und der kleine John Deere auch. Ja, der ist schon weg. Achso. Nee, ich sehe den. Kaufst du gar nicht, mein Scheißfeld. Ich bleib hier stehen, kannst du abdenken. Lass mal gucken, was hier noch rumsteht. Ja, Multitasking sein. Der Radar, der kann weg auf alle Fälle. Der Cat. War die Zahl immer der Indikator, wo das Kaufsymbol ist? Nee. Der Schwader kann auch weg. Dann fahr ich mal hier am Feld entlang, vielleicht bin ich aber. Steig mal aus, Leo, dann zeige ich dir das. Vorm Feld steht doch immer ein Schild, oder nicht? Ja. Der LKW kann auch weg, plus das Fass. Hä? Wo ist der Radler da hinten? Brauchst du den noch? Den hat Jörgi schon. Was brauchst du den Radler noch? Wollen wir nicht das Lager leer machen oder jetzt noch nicht? Nee, nein. Das dauert zu lange, das bringt nichts. Ist gekauft, okay. Das Feld. Oh, war nicht teuer, sagst du? Ja, aber gar nicht. Ja, Jörgens, jetzt kannst du gucken, wie du machst. Boah, das war nicht gut. Oh, Feld 7 ist ja absolut das Trotzfeld. Ja, deswegen wollten sie es ja haben. Wow. Mal ein bisschen Abwechslung, nicht immer nur Standard, Leo. Ich meine, nicht immer quadratisch praktisch gut. Standard kann jeder. Das ist ein Satz, den ich in LS15 sehr oft gehört habe. Standard kann jeder. Ja, das ist richtig. Ja, und dann können sie es trotzdem nicht richtig. Wo bleibt eigentlich mein Abfahrer hier? Du hast keinen persönlichen Abfahrer. Du kannst schreien, wenn du voll bist, und das war's schon. Also ich hab 60%, ne? Bin auf der 5. Auf der 5? Ja. Da kannst du Simon fragen, ob er Zeit hat. Na, Schnuckelchen, hast du Zeit? Jetzt nicht mehr. Ich muss gerade tanken. Simon hat uns ja aber verlassen. Nee, ganz so schlimm ist noch nicht. Geht noch. Katsche, bitte. Lass mich hier wenigstens einmal wenden. Ja, du hast doch nicht Platz. Du hast doch vorher schon gewendet. Da steht immer der Rasenmäher im Weg. Der stand bei mir eben auch im Weg. Boah, der Traktor ist nur am Schwimmen. Welchen Traktor meinst du denn? Dieses schwarze Ungetüm. Ja, das ist... Ich glaube, wir verkaufen gleich mit. Nee, denn die Holland ist gut. Muss ja, noch okay. Fahren können. Dann kannst du den haben. Jo. So, nochmal die Fuhre Raps verkaufen hier. Spielst du LS, Simon, oder spielst du ein Horror-Game? Er spielt Grenzen, Sascha. Okay. Er spielt die Ends bei Nacht. Mit Leon Carla. Oh. Oh. Auf Leons Map, ne? Ja. Oh. Jetzt haben wir 1,8. Als Outlast. Alter Schwede. Immer als Outlast wahrscheinlich. Also jetzt überlege ich mir wirklich, ob ich noch vorbeikomme. Kein Problem, ich bin leer, ich komme vorbei. Okay. Ich war schon. Also ich habe 85%, sollte... Ja.
wird stetig schwerer. Also da, wo es raucht, da bin ich, ne? Okay. So. Ich glaube, jetzt haben wir noch Trecker. Gut, wir sind fertig für heute, liebe Leute, tatsächlich. Morgen zur 100. Folge werden wir noch ein bisschen Rüben bearbeiten, mit den Vollerntern aber. Besetzung wird die gleiche sein, schätze ich mal. Und wir müssen, wenn wir fertig sind mit Dreschen, die Dresche noch verkaufen. Das wäre noch gut. Und ja. Für den Moment war es das. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen. Und morgen unbedingt einschalten zur 100. Folge. Wäre sehr, sehr nett. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.